Nur jeder fünfte Deutsche ist dafür, dass sich die evangelische und die katholische Kirche vereinigen. Das ergab eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa Consulare aus Erfurt im Auftrag der evangelischen Nachrichtenagentur IDEA. Anlass ist das 500-jährige Reformationsjubiläum, das in diesem Jahr erstmals ökumenisch begangen wird. 18% der Befragten sprachen sich gegen eine Vereinigung aus. Die meisten Deutschen haben allerdings keine Meinung zu dem Thema. Fast jedem Zweiten war es egal. 10% machten keine Angaben. Blickt man auf die Konfessionen, zeigt sich, die Zustimmung zu einer Vereinigung beider Kirchen ist unter den Katholiken am höchsten, gefolgt von Konfessionslosen sowie freikirchlichen und landeskirchlichen Protestanten. Jedes Jahr werden laut Statistischem Bundesamt rund 100.000 Kinder im Mutterleib getötet, obwohl eine Abtreibung rechtswidrig ist und gemäß dem Bundesverfassungsgericht für die ganze Dauer der Schwangerschaft grundsätzlich als Unrecht angesehen werden muss. Ein aktueller Fall in einem norddeutschen Krankenhaus erregte diesbezüglich Aufmerksamkeit. Dort musste ein Chefarzt gehen, weil er entschieden hatte, dass in seiner gynäkologischen Abteilung keine Abtreibungen mehr vorgenommen werden, auch nicht von anderen Ärzten. Die evangelische Nachrichtenagentur IDEA startete deshalb eine Online-Petition. Darin werden die Abgeordneten des Deutschen Bundestages aufgefordert, dafür zu sorgen, dass das Leben ungeborener Kinder wieder umfassend geschützt wird. Der Bundestag muss laut der Petition wirksame Maßnahmen ergreifen, damit die weiterhin hohen Abtreibungszahlen dauerhaft sinken. Die Initiative Liv für Ehe hat als Teil der Marriage Week 2017, der Woche für Ehepaare, einen Kletterkurs veranstaltet. Thomas Reich, der Workshopleiter, sieht Parallelen zwischen Ehe und Klettern. Wo bin ich vielleicht schon mal abgestürzt und mein Partner hat mich wieder aufgefangen oder hat mich gehalten? Wo gab es Situationen, wo ich vorgeschickt wurde, mach du mal zuerst und dann komme ich hinterher? Also das gibt es beim Klettern, das gibt es im Ehealltag, in der Partnerschaft. Das gemeinsame Klettern vermittelt den Teilnehmern spielerisch Vertrauen. Über die sportliche Betätigung erkennen sie ihre Grenzen und wo sie in der Ehe auch mal loslassen müssen. Es ist durchaus auch so eine Art Gottvertrauen. So wie ich ihr vertraue, kann ich in vielen Situationen Gott selber auch vertrauen, was mir die Sicherheit gibt. Und darum ist das für mich auch so ein schönes Beispiel hier, dieses Klettern. Ich kann das auch im Alltag gut annehmen. Hier ist es natürlich auch ein bisschen spielerisch und Neuland. Im Alltag ist es eine feste Größe. Wir können uns beide gut aufeinander verlassen. Der englische Unternehmer Richard Kane veranstaltete die erste Marriage Week 1996. Die Initiative wurde zur Stärkung von Ehepaaren ins Leben gerufen.